Genau. Dann mach du mal. Und weg ist er. Haben wir genug Missionchen eigentlich tatsächlich? Endspurt, Raketenbasis, alles Target. Aber wir machen, wie gesagt, nichts jetzt. Keine Dinge weiter in unserer Aufnahme, das ist klar. Das wird hier quasi nochmal so ein Spezial extra Abschnitt sein. Bryoni. Nein, lass mich in Ruhe. Wir können auch anders. Warte mal, Munition für alle kaufen. Achso. Achso, die. Ja, ja, ne, ich hatte doch schwere Panzerung, aber die habe ich ja noch. Ach, die Mission ist das. Ja, ja. Ich kenne sie. Mal gerade gucken, wie spät es ist. Weil, wie gesagt, wir sind auch ein bisschen begrenzt, was ich da bedeutet. Okay, wir haben noch eine gute Stunde. Wir können auch anders. Das heißt, wir müssen ein Auto. Meines Wissens müssen wir ein Auto klauen. Ja, genau. Ist ja bei Simeon immer so. Ach, das ist ja, weiß nicht, ob das eine Simeon-Mission ist. Nee, ich mache meistens immer, wenn ich Kontaktmission alleine mache und bei Tagesziel habe ich das früher gemacht. Über Monate hinweg. Ich bin doch im Auto. Ich hätte dich direkt davor gesetzt. Wie sieht's bei dir aus da? Weil ich bring das Auto. Ich habe das Auto gerade schon. Ei, ei, ei. Oh, steig ein, steig ein, steig ein, steig ein. Die haben uns ganz besonders lieb heute. Leute, es ist Weihnachten, hört auf zu schießen. Boah, Alter. Ah, die haut jetzt hier gleich ab. Ich bring das Auto jetzt weg, das ist mir gerade zu heiß mit den beiden, Anna, mit den beiden. Also. Warst du schon gestorben? Ja. Okay. Ich hatte mich jetzt gewundert, was du da zugucken musst. Aber. Hat ja geklappt. Ja, ja, ach, ich kenne die Mission ja wie gesagt auswendig. Das ist halt die kürzeste, eine der kürzesten Kontaktmissionen. Ja, die bringt A noch ein bisschen Kohle. 5000 immerhin und, und 1500. Ja, was 2000. Dings. Gefällt gut, gefällt schlecht. Hm. Ja. Einmal Munition, einmal Panzerung und dann gib ihm. Hast du noch so ein ziemliches Ding? Ich gucke jetzt gerade mal. Ja. Paar Ballast gegen die Wand, ja. Okay. Ja, aber dann passt das nämlich zu den Folgen. Wenn wir so zwei, drei Missionchen machen hier mit Simian, dann kann ich, die Folge nämlich dementsprechend noch benennen. Mhm. Soll ja alle auch ein bisschen mit Weihnachten zu tun haben. Wenn Simian ein paar Autos geschenkt haben will, dann kriegt er sie. War das nee, das Lamar jetzt? Naja, egal. Ach, egal, scheiß drauf, dann machen wir es so. Scheiß drauf, egal. Ja. Ach, du machst die auf schwer. Ja gut, okay, das erklärt zwar, warum man ein bisschen Kohle so viel Geld kriegt. Aber ich mach die fast immer auf schwer, weil... Das bringt halt.
gutes mehr. Geld. Und RP. Ja, ja, klar, aber du hast halt weniger Teamleben, ne? Abgesehen davon. So, bring den Chef da zurück. Also wieder ein Auto klauen. So. Einfach nur geradeaus und dann... Naja. Sehr gut. Ach, hau ab. Scheiß KI. Die Frage ist... Warte mal. Hier steht der Wagen mit drin. Nee, steht ein weiter. Da vorne steht er doch rechts. Ja, ja, ja. Ah, da hinten, ja. Ja. Zum Wegfahren ist das gut, wenn du direkt dich da vorstellst. Ja, ich soll aussteigen, das Auto nehmen, ich setz mich dann weg. Nur es ist kürzer, bei den ganzen Gegnern dich einfach direkt vor das Auto zu setzen. Ja. Kümmere dich nicht um die anderen. Die KI, Alter, echt. Ja, ich weiß, die fahren an, zum Ballern alle. Alles gut, ich stehe hinter dir als Abschutz. Also Schuss. Schutz. Du hast halt ein paar Autos hinter dir. Was macht der denn hier? Ich bin tot. Ja, die schießen ohne Ende. Die drehen komplett am Rad, die Idioten. Nee, da war einer, der war nicht von der Gang und ist trotzdem kreuz und quer über die Straße ja, gefahren. Ja, das ist nochmal, das ist die KI. Wenn die anfangen irgendwo zu Schüsse hören irgendwo, dann drehen die sowas von am Rad. Das ist normal in GTA. Aber du bist jetzt eh da, ne? Ja. Ja. Ich glaube, 300 Meter vom Ziel, die spawnen die sowieso, die Gegner. Ja, sehr gut. Sehr gut. So, hier fällt gut. Kaufe Munition. Und dann gib ihm. Bei vier mit Gegner brauchen wir da nicht uns abgeben. Wenn du direkt davor stehst, wegschießt, dann können die nichts machen. Mhm. Was haben wir noch? So ein Auto-Clouding? Rückführung geht ja auch heute, aber das mit vier Leuten. Ja, das ist, glaube ich, die eine Mission, wo wir die Autos klauen mussten. Die haben wir, glaube ich, schon mal gemacht in der Aufnahme. Ziemlich am Anfang irgendwo. Ah, ne, ich glaube, den haben wir. Ah, na, egal. Die haben wir schon gemacht. Ich glaube, das ist das bestimmt das mit diesem Typen, den wir da. Ja, Leroy. Ja. Leroy Jenkins. Ja, genau, der Typ. Ja, das war die Mission. Die haben wir auch relativ am Anfang. Das ist, glaube ich, in Folge 7 oder 8 oder irgendwie so ein Dreh rum. Mhm. Willst du sie nochmal machen, oder was? Ich kann auch was anderes raussuchen. Ja, dann machen wir bitte was anderes, was wir doch nicht hatten, weil, wenn ich ehrlich bin, jetzt nochmal irgendwie dasselbe zu machen, ist dann für mich auf. Ich starte was anderes. Für mich ein bisschen öde. So. Sind wir auf einem Server? Ja. Ne, sind wir nicht. Wir sind nicht auf einem Server. Wir sind nicht auf einem Server. Das macht ja nichts. Ich starte in neue Mission. Ja, ja, alles gut. Klar. Aber 10.000 haben wir dafür bekommen. Für jetzt ein bisschen. Für so ein bisschen, für ein bisschen Action. Klar, es lohnt sich halt, wie gesagt, wenn man da ein bisschen was macht. Kann ich, hab ich die Lower da? Was mit euch habe ich da definitiv noch nicht gemacht, das weiß ich. Aber ob ich eine Lower da überhaupt noch hab, das ist halt das Problem. Ich weiß gar nicht, ob die verkauft damals.
Sag Bescheid, wenn du eingeladen hast, ne? Ich sehe nämlich nicht. Jetzt? Nee. Nee. Warte mal, ich lade gleich ein. Ja, ja, alles gut. Weil ich habe doch keinen. Du könntest Lamando zu Fuß besuchen. Ja, das machen wir dann nochmal in Ruhe, wenn die Quote wieder komplett ist. Dann machen wir mal die Glowrider-Mission. Ja, hier ist schon einer drin. Will ich nochmal neu starten. Hm. Das ist das Einzige, was mich an dieser Jobgeschichte nervt bei Rockstar. Du kannst nicht einstellen, dass du selber hosten willst. Am Anfang ging das, glaube ich. Ja. Da kannst du die einstellen, da kannst du sagen, wer der beitritt oder wer dann hosten. Geh weg, hab keine Ruhe. Alter, vielleicht Rempler, bist du tot? Mein Gott. So. Hast du eine Einladung gekriegt? Nein. Ich kann Geil. Dich auch irgendwie gerade nicht einladen. Doch, doch, jetzt ist angekommen. Gut, okay. Starten? Ja, ja, von meiner Seite aus kannst du. Ach, etwas auf unbewaffnet, ja, ist klar. Okay, Schütze auf dem Dach. Okay. Ah, ist vielleicht das Beste, wenn ich. Kannst du snipern? Soll ich das machen? Ich kann es versuchen. Ja, dann lass mich da, dann geh du das Zeug holen. Du kannst besser fliegen. Okay. Also, ich bin jetzt nicht der absolut sicherste Scharfschütze, aber ein bisschen wird es versuchen, werde ich schaffen. Du bist halt der bessere Flieger als ich. Mhm. Warum auch immer ich hinter irgendeinem Zaun rumgammeln muss. Begib dich zum Aussichtspunkt. So, wo ist mein Auto? Da. Ich bin am Arsch der Welt. So, jetzt kommen wir 9 Kilometer. Du hast wahrscheinlich einen komplett anderen Punkt, ne? Mhm. Bei mir steht, begib dich aufs Dach. Ja, bei mir gibt sich zum Aussichtspunkt. Warte aber, bis ich oben bin, weil. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Gegner da stehen. Ich kenne die Mission nicht wirklich mehr. Ich habe noch 1,2 Kilometer gerade. Ich hatte auch mal überlegt, ob ich vielleicht mal für uns vier so ein paar Spaßrennen erstelle, so mit lustigen Autos oder sowas. Das kannst du gerne mal machen, da kam ja nichts raus. Ja klar, warum nicht? Weißt du, zum Beispiel so ein paar Go-Kart-Rennen oder sowas? Wenn du das möchtest, kannst du das gerne tun, klar. Ja, es bringt ein bisschen Abwechslung, muss ja auch mal rein. Wir machen jetzt erstmal nur diesen Überfall noch durch. Ich weiß, das sind eh noch ein paar Missionen. Ich denke mal, wenn wir die nächste Session machen, versuchen wir sie durchzuziehen. Ich habe bei Thomas Mission zum Beispiel bei dem Überfall mit dem Casino, da habe ich auch, glaube ich, fast eine Stunde einmal gesessen an dem Ding. Oder über eine Stunde einmal gesessen. Ich habe die eine Folge 50 Minuten und die andere Folge 20 Minuten. Also das Ding, das dauerte eine Weile. Bist du soweit? Nee, ich bin noch nicht da. Also ich bin da, aber noch nicht oben. So rum.
Da ist der Aufgang. Ich muss halt jetzt nur die Treppe, die Leiter hoch. Das macht sich gerade einfacher. So. Ich check mich dann mal kurz durch. Ich muss hier auch eine Leiter hoch. Beschütze beim Team beim Diebstahl der Fracht. Warte mal. Ich muss mich nur gerade. Ach, die steht auch hier, oder was? Das erklärt das doch warum. Ich bin hier schon dran am Schießen. Ich schieße hier schon die ersten Gegner weg. Irgendwo steht hier noch mindestens einer. Ich sehe noch nicht wo. Ja, ist er weg. Es sollten nicht mehr viele Gegner sein. What the fuck? Ich hab fast voll Energie noch gehabt, krieg einen Kopfschuss. Okay. Das war jetzt sehr krass. Kannst du jetzt nur noch zugucken, oder? Nein, 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 nein. Ich komm schon wieder hoch, alles gut. Mich hat's einfach vom Dach gehauen, von dem. Also es sollten nicht viele, ich meine, jetzt wissen es sind doch drei oder vier Gegner. Ich habe ja einiges abgeschossen, einiges Ich muss jetzt nur gerade gucken, ich habe nämlich auch nur noch ganz wenig Leben. Ja, den Panzerungsnacks und so. Scheiß. Warte, ich habe mal so ein Hypergewehr. Ich gucke mir das mal ein bisschen von der Nähe an. So, der ist tot. Einer steht da noch irgendwo, da ist er. Einer steht doch oben auf jeden Fall. Hier. So. Ne, da steht noch einer. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe so ziemlich alles freigekriegt da oben. Ich weiß nicht, ob alles weg ist. Nee. Muss jetzt erstmal da rüber gehen. So, jetzt müsste Luft sein. Mit Sicherheit kann ich es nicht sagen, aber es müsste eigentlich funktioniert haben. Ja, es hört sich nicht mehr. Hört sich nicht mehr so an, als wäre da irgendwo noch was unterwegs an Feinden. Es waren 4-5 Stück noch am Heli selber. Ja, perfekt. Da kommt aber ein Heli. Ja, da kommt ein Heli, warte mal. Kümmere ich mich drum. Panzerfaust, Granatwerfer, kompakter. Lenkraketenwerfer, da ist er. Kriegst du den irgendwie zu mir gelenkt, weil ich stehe am Boden? Ah, ich komme, glaube ich, auch an dem vorbei hier. Geht schon. Bin schon auf dem Weg zu Lester. Okay. Sehr gut. Oh, scheiße. Ja, ja, ich eile gerade zu dir. Scheiße. Ich bin tot. Scheiße. Das ist aber auch, warum sagen die das nicht eher, da kommt dann noch was auf. Ja, okay, dann machen wir das gleich anders. Dann mal, wir machen die Mission normal und dann versuchen wir, fliege ich mit dir. Weil ich hatte gedacht, okay.
Schneller Neustart. Ja, das ist dann einfacher. Dann landen wir ein bisschen. Dann wissen wir es aber jetzt. Dann versuchen wir ein bisschen vorher auch mal zu landen und erstmal den ganzen Rotzer wegschießen. Aber das wird erst aktiviert, wenn du in dem Kreis landest. Ja, gut, aber also, wenn dann auch noch zu zweit. Du bist jetzt quasi gelandet und direkt. Könntest du nicht viel machen. Okay, ich mach mich nochmal zum Aussichtspunkt. Ah, es ist zum Kotzen. Dass der nicht alles, dass der nicht den Anfang immer nimmt. Na gut, dann. Lass mich in Ruhe. Jetzt muss ich hier irgendwo am. Scheiße, die sind schon aktiviert worden. Und ich bin noch nicht am Aussichtspunkt. Ich muss hier einmal um die Blöcke rumrennen. Ups. Was schießt du? Mit Raketen oder was? Nö, ich hab Molotovs da oben drauf geschmissen, da sind die ganzen Dinger hier explodiert. Okay. Karabiner. Ich glaube, die Entfernung ist besser. Ich muss gerade mal mich regenerieren, weil. Ich habe so gesehen nichts mehr gehabt. Jetzt geht's wieder. Ich hab doch gesehen, dass du da hinten um eine Deckung gegangen bist. Komm her. Da. Ist irgendwo noch einer lang. Da seid ihr. Ah. Einen habe ich. Beide habe ich. Noch einer weg. Eigentlich sollte Ruhe sein. Nee, doch nicht. Da ist noch immer einer. Ah, nein, 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 nein. Minimum einer steht da oben noch. Ja. Sehr gut. Am Heli müsste eigentlich alles frei sein. Ich habe da einiges weggeholt. Aber es sieht so aus, als wäre da keiner mehr. Ich gucke mal, ob ich zu dir runterkommen kann. Ich bin jetzt quasi unter dir.
Das war so nicht gemeint. So. Man muss doch hier eine Möglichkeit sein, eine Leiter sein, die hochgeht. Ist hier? Ja, hier ist eine. Oder? Nee, scheiße. Das ist nur die ist ein bisschen zu kurz. Ist keine Leiter mehr? Hä? Kann ich dich aufsammeln unten oder so? Ja, vor allem, wenn du schaffst, kannst du hier unten landen. Also hier ist Platz genug. Dann geh unten wieder zu der Hauptstraße da hier unten. Nee, wo ich hier stehe, ist in Ordnung. Da ist Platz genug. Ich kann nur nicht ganz hoch zu dir. Um den Heli würde ich mich kümmern, wenn er auf die meine Nähe kommt. Warte mal gerade kurz. Hier unten auf dem Platz kannst du landen. Ich versuche den Heli jetzt wegzuholen. Dann haben wir da schon mal Ruhe. Frage ist, wo ist der? Hier kommt der. Oh, oh. Da kommt auch noch ein Auto. Ich sehe es. Auto ist weg. Um Heli kümmere ich mich jetzt. Sorry, wenn ich jetzt gerade. Ich muss hier nur winden, dann sehe ich. Dann hole ich den. Da ist der. Heli down. So, jetzt komme ich zu dir. Ich dachte mir, ich nehme mal die unmittelbare Gefahr raus, bevor es halt irgendwie noch mehr Ärger gibt. So. So, bevor wir jetzt da irgendwie Ärger geraten, hau ich mal kurz meine Dings wieder hoch. Meine Energie wieder hoch. So. Die Frage ist, wo standen die, ne? Die müsste ja wie Inside bei dir gewesen sein. Achso, du bist weiter zu weit vorne, du musst ein Stück zurück, ja. Ja. Aua. Jetzt. So, jetzt Inside mal verstecken. Okay, gut. Dann kommen sie gleich bestimmt jetzt alle angelaufen. Ja, das sind irgendwie nur zwei Leute oder so, sehe ich gerade, ne? Wenn ich das richtig sehe. Den einen hole ich mir. Es kommt ein Auto. Ein Tod hinter dir. Ja, ich sehe schon. Fuck! Der wollte nicht in Deckung gehen. Ja, Mann! Wir sind zu offen. Hä? Achso, ja, wir haben es. Okay. Bei mir stand jetzt Mission bestanden. Ja, alles gut. Ich dachte mir, jetzt die Gegner müssen nochmal ausgeschaltet werden, weil wir jetzt gestorben sind. Aber okay, dann habe ich nichts gesagt. Ich dachte mir, ja, müssen sie jetzt nochmal neu machen. Warte, gut, ist nicht ganz ohne die Mission. Aber ich glaube, wenn wir den Heli abgeliefert haben, ist es eh egal. Ja, machen wir trotzdem mal Feierabend. Also die Folge zumindest. Bis dann!